das anders macht. Das Bandsägeblatt und alles einstellen, das habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt richte ich das Tisch noch aus zu Sägeband. Da bin ich echt mal gespannt, ob das klappt. Mal schauen, ja? Abstand vorne ist anders als hinten. Lass mal den Tisch noch ein bisschen einstellen. So, nachdem ich jetzt gerade eine halbe Stunde meine Bandsäge auf das neue Band eingestellt habe, das auch drin bleibt, weil er wird in Zukunft die auftrennen, wenn es geht, den Tisch eingestellt habe, alle Anschläge eingestellt habe, das Holz abgerichtet habe, hoffen wir jetzt, dass das alles klappt. Also ich merke gerade, sinnvoll investierte Zeit, eine Stunde lang oder dreiviertel Stunde oder eine halbe Stunde, das Ganze einzustellen. Das hat es echt gebracht, mein Lieber. Das hat es echt gebracht. Dann können wir das ja mal runterhobeln. Dann haben wir im Endeffekt schon die Bretter für den Korpus hinten. Wisst ihr, was echt herrlich ist? Wenn man einstellt beim Hobel 19 und die Dinger kommen auch 19 raus und nicht wie bei dem anderen Hobel. Gut, jetzt haben wir im Endeffekt die Bretter, wo man normalerweise das Leimholzbretter kauft. Jetzt bauen wir uns die Box hinten. Aus den Teilen bauen wir jetzt die Box. Aber wer wären wir, ja, wenn wir das einfach irgendwie stumpf aufeinander leimen? Gärung, ja? Das sind wir auch schon drüber hinaus, ja? Wir machen es ganz schlau. Und zwar nehmen wir die selber gebaute Fingerzinkenvorrichtung. Die funktioniert einwandfrei, hat letztens auch schon passt. Dann können wir das schön verzinken. Wie benutzt man die? Ganz einfach. Als erstes einmal drehe ich sie um. Dann nehmen wir ein Brettle, spannen wir das drauf. So, dass es mittig ist, muss ich hier einen Abstandshalter reinlegen und dann geht's schon los. Das Gute ist, wenn ich das mit der Seitenabstandmethode mache, ich muss nichts messen. Ihr wisst ja, von Messen bin ich kein Freund, denn man kann sich vermessen. Und dann ist es nicht mehr so witzig. Also wir klemmen uns unser Holz drauf, bei den langen wird es nachher lustig, weil die stehen einen Meter hoch, aber das kriegen wir auch hin. Spannend, Bauanleitung habe ich euch übrigens unten verlinkt von der Vorrichtung. Spannen wir uns das Brettchen drauf. Reißen uns die Dicke von unserem Material an, bloß ein bisschen, dass wir einfach eine Referenz haben für den Fräser gleich. Stichwort Fräse, ich verwende hier einen Bündigfräser mit Anlaufkugellager oben. Oben ist immer da, wo der Schaft ist. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dann stelle ich mir noch kurz geschwind wie der Wind die Höhe ein. So. So, und schon kann ich fröhlich losfräsen. So, wenn wir unsere ersten beiden Teile haben, dann müssen wir jetzt was unglaublich Kompliziertes machen, und zwar die Schablone einmal drehen. Ich weiß, das war zu krass, aber ich denke, das wird der ein oder andere schon nachmachen können. Ja, und dann spannen wir einfach mal ein zweites Teil drauf. Das ist jetzt ein bisschen länger, aber das macht nichts. Das geht hoffentlich trotzdem. Müsste das Ganze ohne Nacharbeit relativ genau passen. Ne? Perfekt gibt es nie, aber es gibt schon sehr, sehr genau. Das schauen wir jetzt mal.
passt auf jeden Fall, wenn wir es nachher verschliffen haben, wirklich richtig gut. Ich mache es jetzt aber nur ötsam, weil natürlich nur Boden rein muss und ein paar Ausschnitte. Deswegen hebe ich mir das lieber für später auf, wenn wir es dann wirklich verleimen. So, und zwar, Willi, im aktuellen Schreibtisch ist es auch so, ich habe hier Nuten, dass ich mir irgendwie USB-Kabel, Maus oder irgendwas, ja, ihr habt ja gesehen, ich habe eine kabelgebundene Maus mittlerweile, weil die Funkmäuse bei mir irgendwie Störsignale gehabt haben. So, auf jeden Fall mache ich dann hier irgendwo so eine Nut rein und da drüben irgendwo eine Nut, dass da Kabel rauskommen können. Ich zeige jetzt bloß die Mittellinie an, dass ich weiß ungefähr, wo die Nuten sein müssen. Hier ungefähr. Bild mir gerade ein, das kann ich irgendwie am Frästisch machen. Ich hoffe, das wird was. So, was jetzt gleich passieren wird, ich schalte an, fahre ein bisschen hoch, vor und zurück, weiter hoch, vor und zurück, ganz raus, vor und zurück, in mehreren Stufen. Ich bin immer wieder erstaunt, welche genauen Ergebnisse man mit einer selber gebauten Fingerzinkenschablone herstellen kann. Ich habe euch die Bauanleitung unten verlinkt, also das Teil ist wirklich exzellent. So, so schaut es jetzt ohne Nacharbeit aus. Natürlich habe ich es geschliffen oder so, aber ich habe jetzt keinen Kit reingeschmiert oder sowas. Natürlich ist es nicht perfekt geworden, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden. Dachte, ich kann das sagen, weil ich habe beim Jonas mit der Hand 10 Stunden lang einen Hocker gemacht und der ist nicht so gut geworden, wie das mit der Frästschablone. Da kommt der Rechner drauf, da kommen noch so Brettchen drauf. Leider ist es wieder so, ich habe die unglaublich tollen Leimholzplatten ausgepackt, ja, und sie sind natürlich wieder verzogen. Ist ja klar. Die lasse ich hier jetzt mal so ein, zwei Tage stehen, hoffe, dass sie sich irgendwie wieder gerade ziehen. Ich habe schon eins kaputtgeschlagen wieder, weil es mir einfach nur auf die Nerven geht. Mit Holz, was sich verzieht. Ich kann es euch gar nicht sagen, mir steht es hier von Holz, was sich verzieht. Ihr könnt echt alles anzünden. Ich muss gestehen, diese Idee entbehrt nicht einer gewissen Sinnhaftigkeit, ja. Hier drin hat es eh bloß wieder 11 Grad, wäre es gerade mal warm. Apropos warm, ich habe hier diese Säge, die ich bestellt habe, mit der ich auf der Fläche eintauchen kann. Und da sägen wir jetzt diese Front hier weg, weil ich möchte diese Front auch gleichzeitig als Front für die Schublade haben und nicht unbedingt jetzt neues Buchenholz nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt die Säge bestellt. Schauen wir, ob das geht, weil es ist ziemlich dick an der Stelle. Alter, da bin ich in 100 Jahren noch beschäftigt. Da bin ich in 100 Jahren noch beschäftigt. Aber was soll's? Was soll's, gell? Ich habe ja Zeit. Jetzt wird's langsam. Langsam knapp hier, ey.
Wer denkt, Japan-Sägen, die hat mir ewig. Seht ihr das? Total verbogen. Warum? Weil es gar nicht so ganz einfach ist, das alles mit der Hand zu machen. Ja? Wer das probiert hat, der wird es schnell merken. Das schaut zwar im Video alles so ein bisschen nur Sägen aus, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach. Die Säge kann ich nach dem auf jeden Fall wegschmeißen, weil die ist komplett am Arsch. Die ist komplett verbogen. Kostet ja nichts, gell? Kostet ja nichts, so was sägen. Nicht. Scheiße. Hätte ich was anders gemacht. Jetzt muss einmal live mit dem Hammer draufhauen, dann ist es gerade raus. Manchmal denkt sich so, ach komm, gerade sägen ist einfach, komm, dann machst du einfach vorsichtig. Ja, ein Scheißdreck. Scheißdreck. Das schaut alles immer so leicht aus. Wenn du es dann selber machst, merkst du, das schaut dir nur leicht aus. So leicht ist es gar nicht. So, wir probieren jetzt mal, ob sich die Front irgendwie halb zusägen und hobeln lässt, ob man sie gebrauchen kann. Wenn nicht, dann ist es halt so. So, sicherlich nicht die besten Spaltmaße, die ich jemals produziert habe, aber durchaus noch irgendwo in einem Bereich, der akzeptabel ist. Nachdem wir jetzt die Front für die Schublade haben, müssen wir die Schublade. Ah, nachdem wir die Front für die Schublade haben, müssen wir die Schublade jetzt auch erst einmal bauen. Warum nicht gleich so?